Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ein Adventskalender in Roblox Studio erstellt. Zuallererst zeige ich euch mal, was ich hier vorbereitet habe. Es sieht jetzt nicht sehr schön aus, es ist sehr basic, aber es geht ja erstmal ums Grundprinzip. Wir haben hier einen Adventskalender mit 24 Türchen, da oben ist Türchen 1, da kann ich hingehen, E drücken, um sie zu öffnen und kriege dann hier oben im Leaderboard 14 Cash. Jetzt bin ich hier in der Tür drin, das ist schlecht. So. Wenn ich die nächste Tür, zum Beispiel Türchen 3 öffne, dann habe ich jetzt 71 Cash, dann öffne ich die nächste Tür und habe 227 Cash. Und ihr könnt natürlich nicht einfach nur Cash vergeben, ihr könnt natürlich den Spielern alles Mögliche dafür geben. In dem Spiel hier ist halt nur nichts drin außer der Adventskalender, also was soll ich tun, außer den Leuten Geld zu geben? Ist ja auch ganz schön. Also das hier ist der Adventskalender, der funktioniert ganz schön. Ich nehme das hier gerade am 13.11. auf und ich habe den Adventskalender so eingestellt, dass nicht der Dezember, sondern der 11. gerade gezählt wird, nur für den Test natürlich. Das bedeutet, ich kann Türchen 15 nicht öffnen, 23 nicht öffnen, aber Türchen, alle die niedriger als 14 sind, kann ich öffnen. 14 hier kann ich nicht mehr öffnen, aber ihr seht, 13 kann ich öffnen und alles, was kleiner ist als 13 auch. Und ich habe diesen Adventskalender jetzt schon vor über einem Monat gecodet und habe das ein bisschen aufgeschoben, das Video hier aufzunehmen. Deswegen bin ich mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher, wie der funktioniert. Wir gucken uns einfach den Code an, den ich hier gemacht habe. Kanalmitglieder Tier 2 oder höher können ihn natürlich einfach so runterladen und bei sich im Spiel einsetzen. Aber ich empfehle euch, schaut euch das Video an, macht es selber mit, weil sonst lernt ihr es nicht wirklich. Weil wenn ihr einfach nur Sachen runterladet und dann nicht wisst, wie sie funktionieren, bringt euch das auch nichts. So, schauen wir erstmal an, was wir haben. Hier im Workspace haben wir einen Adventskalender, einen Folder. In dem Folder sind dann für jede Türchen ein Model drin mit der jeweiligen Zahl, für welche Tür das halt ist. Und in dem Model ist dann immer eine Tür und restliches Zeug, was niemand braucht. Das ist dann dieser Rahmen. Hier habe ich mir noch die Mühe gemacht, so eine Kiste außenrum zu machen. Bei den anderen habe ich das nicht mehr getan, weil ich zu faul war, da noch eine Kiste außenrum zu machen. Ihr könnt ihr natürlich die Kisten bauen, so wie ihr lustig seid. Die könnt ihr natürlich viel schöner aussehen lassen als ich hier. Ich habe das hier natürlich jetzt nur als Tutorial gemacht. Da ist jetzt nicht die Zeit, um alles super hübsch aussehen zu lassen. So, jetzt haben wir aber schon mal die zweite Kiste hier fertig. Wichtig ist, dass ihr halt für alle 24 Türchen hier so ein Model habt mit der Zahl dran. Und da drin ist dann eine Tür. Ihr könnt es auch anders nennen, dann müsst ihr den Code später umschreiben. Dann im Server-Script Service haben wir einmal den Datenmanager. Den kennt ihr schon aus meinen anderen Tutorials. Falls ihr die nicht kennt, dann schaut euch das Tutorial, das jetzt oben rechts auf dem i verlinkt ist, an. Da erkläre ich, wie man den Datenmanager von mir mit Profile Service erstellt. Ihr könnt natürlich auch euren eigenen Datenmanager nehmen, weil es geht euch ja darum, einen Adventskalender in euer Spiel einzubauen. In dem Datenmanager habe ich nichts geändert. Das macht alles das Adventskalender-Script automatisch. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die nicht relevant ist, die ich angepasst habe. Und zwar, damit ihr es euch angucken könnt, habe ich natürlich den Spieler-Stats-Ordner in Leader-Stats umgewandelt. Das kennt ihr aber auch aus dem Tutorial. Und jetzt kommt die eigentliche Magie, und zwar das Adventskalender-Script. Im Adventskalender-Script sind sogar noch Sachen drin, wie ihr seht. Und zwar ein Deactivate-Door-Script. Das ist ein Local-Script, sprich ein Script, welches nur vom Client ausgeführt wird. Das ist dann dafür da, um die Tür dann zu deaktivieren, wenn sie schon geöffnet wurde. Und da drin ist noch ein Particle-Emitter. Den kann ich euch auch einmal zeigen, wenn wir den hier duplizieren und uns hier einen Part hinpacken, den Particle-Emitter in den Part reinpacken. Dann seht ihr, hier haben wir den Particle-Emitter. So habe ich den eingestellt. Ihr könnt den so einstellen, wie ihr wollt. Ihr seht, das war jetzt auch total basic. Ich mache es einfach nochmal nach, damit ihr seht, wie man so einen Particle-Emitter erstellt. Ihr fügt zu eurem Part einfach einen Particle-Emitter hinzu und dann sieht das schon mal so aus. Seht ihr, ich habe nicht mal die Partikel geändert. Ich habe einfach nur den Particle-Emitter genommen, habe dann die Farbe hier angepasst, bin auf Color raufgegangen, habe dann so einen leicht orangen Ton genommen, habe Light Emission etwas höher gestellt, damit es so ein bisschen leuchtet, bin auf Size gegangen, bin auf diese drei Punkte gegangen, um die Size-Sequence zu erstellen. Dann einfach mal hier geklickt, den hier runtergezogen und den hier runtergezogen. Dann fangen die klein an, werden größer und hören dann wieder klein auf. Dann habe ich das zugemacht, dann wieder hier runter. Die Lifetime habe ich auf eine Sekunde gestellt. Die Rate habe ich auf, glaube ich, 70 gestellt. Den Speed habe ich auf, ich glaube, 7 gestellt, damit die halt schön schnell sind. Dann bin ich noch weiter runter, habe den Spread Angle auf minus, keine Ahnung, 15,15 vielleicht gestellt, damit er halt in alle Richtungen spreadet. Und dann habe ich hier bei Acceleration beim Y-Wert minus 15 eingestellt, damit die nach unten fallen. Ja, vielleicht habe ich sogar ein bisschen mehr. Gucken wir mal nach. Ah, Spread Angle habe ich sogar auf minus 100, minus 100. Alles klar. Minus 100, minus 100. So, und schon haben wir den Particle Emitter ungefähr so eingestellt. Und diesen Particle Emitter, den habe ich dann halt da hinzugefügt. Also, was braucht ihr? Geht zum Server Script Service, fügt erstmal ein Script hinzu. Das heißt, ein Script. Zu dem Script fügt ihr dann nochmal ein Local Script hinzu. Und zu dem Local Script fügt ihr dann euren Particle Emitter hinzu. Und das ist der rohe Aufbau. Das Script habe ich Adventskalender Script genannt, das Local Script habe ich Deactivate Door Script genannt und den Particle Emitter habe ich einfach Particle Emitter genannt. Dann war der Basic Aufbau da. Ich mache das hier mal alles wieder ordentlich. So, und dann gehen wir einmal ins Adventskalender Script rein. Es fängt schon mal lustig an. Wir holen uns erstmal den Service Players und den Service Workspace.
Danach legen wir natürlich den Monat und das Jahr fest, damit wir den Adventskalender auch in verschiedenen Monaten und Jahren verwenden können. Am Ende, wenn ihr einen einsetzt, müsst ihr natürlich Monat auf 12 packen und dann das Jahr, in dem ihr euch gerade befindet. Für unseren Test packe ich es jetzt erstmal auf 11, weil ich gerade mich im November befinde und dann können wir das am besten testen. Dann haben wir hier noch ein paar Variablen, die legt ihr nicht fest. Die werden vom Script festgelegt und zwar aktueller Tag, aktuelle Stunde und gewartet. Das ist dann einfach nur dafür da, damit der Script halt weiß, welchen Tag wir heute haben und wie lange wir schon gewartet haben an diesem Tag, um halt festzulegen, wann wir mal gucken, ob jetzt der nächste Tag angebrochen hat. Aber das seht ihr später, schreibt es einfach so ab, wie es hier ist. Dann haben wir hier das Deactivate-Door-Script, das ist das Locus-Script, welches sich in unserem Script drin befindet. Ist einfach Script, Doppelpunkt, Feinfürstschalt, Deactivate-Door-Script. Und natürlich der Adventskalender, dafür suchen wir im Workspace nach Wait-for-Child Adventskalender. Es kann natürlich sein, dass ihr euren Adventskalender woanders habt. Ich habe den jetzt hier im Workspace drin. Ansonsten müsstet ihr den woanders finden und vielleicht auch anders nennen. Dann ein Table namens Doors. So wie Roblox Doors, nur dass es nicht Roblox Doors ist, sondern einfach nur ein Table, in den dann alle Adventskalender-Türchen später reinkommen. Und zuletzt requiren wir noch den Datenmanager mit require script.parent doppelpunkt feinfürstschalt Datenmanager, damit wir halt wirklich diesen Datenmanager hier requiren. Ihr könnt auch euren Datenmanager requiren. Wie auch immer ihr das mit euren Daten macht, könnt ihr alles ziemlich einfach integrieren, weil da ist nicht viel mit den Daten los, außer das Speichern und Fragen halt, ne? Ich scroll einmal ein bisschen nach unten, damit wir hier den Aufsetzloop einmal sehen. Und da haben wir einmal for unterstrich, Komma, door, Doppelpunkt, model in Adventskalender get children do. If not door is a model or not to number door name, then continue end. Das bedeutet, wir loopen jetzt einmal durch unseren Adventskalender-Folder durch. Und wenn das, was wir gefunden haben, kein Model ist, oder wenn das, was wir gefunden haben, zwar ein Model ist, aber der Name halt keine Zahl ist, dann ignorieren und weitermachen, continue end. Aber falls wir ein Model haben mit einer Zahl als Namen, dann können wir erstmal sagen, jo, die Nummer von diesem Türchen ist toNumberDoor.name. Dann sagen wir hier noch, das Door-Part ist halt Door-Feinfürstschalt-Tür, weil wir haben immer Adventskalender, ein Model und da ist immer ein Teil namens Tür drin. Und das ist auch wichtig in diesem Fall. Falls ihr eure Tür anders nennt, dann müsst ihr hier natürlich das auch anders reinschreiben. Jetzt checken wir einmal, wenn wir keinen Door-Part gefunden haben, dann warnen wir einmal in die Konsole, keine Tür im Türchen Door gefunden, damit ihr auch in der Konsole seht, dass nichts gefunden wurde und wir continuen mit der nächsten Tür. Dann erstellen wir ein Proximity-Prompt mit der Funktion SetupDoor, die wir gleich noch schreiben werden. Wenn das nicht funktioniert hat, continuen wir und am Ende packen wir in den Table Doors, den wir oben schon erstellt haben, unter der Nummer von der Türchen das Proximity Prompt rein. Jetzt kommen wir zu der Funktion SetupDoor und die haben wir hier stehen. Local Function SetupDoor nimmt ein Door-Part, welches ein Base-Part ist, und eine Nummer namens Nummer rein. Das sehen wir hier auch Setup-Door, haben wir das Door-Part und die Nummer von der Tür reingepackt. Und dann asserten wir Door-Part and Door-Part is a Base-Part and Nummer und Type of Number ist gleich Number. Was das hier macht, ist einfach nur ein Error schmeißen, falls kein Door-Part da ist oder das Door-Part kein Base-Part ist oder falls keine Nummer da ist oder die Nummer keine Nummer ist. Wenn die Argumente falsch angegeben werden, dann wird der Error hier rausgehauen in die Konsole und die Funktion bricht ab. Door-Part fehlt oder ist kein Base-Part. Oder Nummer fehlt. Eigentlich müsstet ihr noch schreiben, oder Nummer fehlt oder ist keine Nummer. Könnt ihr, um ausführlich zu sein. Dann wird erstmal ein Surface-GUI erstellt, weil auf diesen Türchen steht ja gar nichts drauf. Da muss jetzt erstmal draufgeschrieben werden, welches Türchen das ist. Dafür erstellen wir ein Surface-GUI mit instance.newSurface-GUI. Surface-GUI.parent ist gleich Door-Part. Wichtig ist, wenn ihr das Surface-GUI am Ende drauf nicht sehen solltet auf der Tür. Wir packen hier einfach mal ein Surface-GUI rein, damit ihr seht, wie es aussieht. Ich klicke auf Plus, dann ein Surface-GUI und dann, damit ihr es seht, packe ich in Surface-GUI jetzt noch ein Frame rein. Und ihr seht, jetzt ist hier so ein Frame drauf zu sehen, wie ein ganz normales GUI. Falls ihr das nicht vorne auf der Tür draufstehen habt, dann kann es sein, dass eure Tür nicht in die richtige Richtung faced. Dann müsst ihr die Tür umdrehen oder euch halt die Mühe machen und face auf das Richtige zu stellen, wie zum Beispiel auf Back und dann wäre es auf der Rückseite zu sehen, aber nicht mehr auf der Vorderseite. Verstanden? Gut. Wie ihr das im Script machen würdet, wäre natürlich hier SGUI.face festlegen. Brauchen wir aber nicht, weil wir sorgen natürlich dafür, dass unsere Tür von Anfang an in die richtige Richtung zeigt. Dann erstellen wir das Label und zwar instance.newTextLabel. Dann stellen wir die Background Transparency auf 1, damit da kein weißer Hintergrund ist. Borders heißt Pixel auf 0, damit da kein komischer Rand drumherum ist. Label.size stecken wir auf udim.new 1,0,1,0, damit es die komplette Größe des Faces der Tür einnimmt. Dann Label.text packen wir auf toString_number, weil auf der Tür soll ja nur draufstehen, welche Nummer das ist. Ihr könnt natürlich auch sowas schreiben wie Türchen... Nummer
Und wenn wir dann einmal reingehen würden, dann würde das da auch draufstehen. Oh, jetzt ist da aber kein Leerzeichen. Jetzt wird das hässlich aussehen. Es würde sowieso hässlich aussehen. Aber ihr seht es gleich. Wir gehen einmal kurz rein. Und dann seht ihr, steht hier jetzt Türchen 6, Türchen 23, Türchen 5. Deswegen, ich lasse es einfach mal bei der Nummer. So wie man es kennt. Dann Label.Font. Hier könnt ihr dann die Schriftart einstellen. Ich habe Gotham Bold genommen. Ihr könnt natürlich was Verspielteres nehmen. Um zu gucken, was es für Schriftarten gibt, könnt ihr enum.font. eingeben und dann sind hier alle möglichen Fonts zu sehen. Aber ihr seht ja gar nicht, wie die Fonts aussehen. Deswegen schlage ich euch vor, dass ihr einfach mal zum Beispiel ins Data-GUI kurz ein Screen-GUI hinzufügt, dann ein Textlabel hinzufügt, dann in das Textlabel vielleicht ein bisschen größer zieht, einmal runter scrollt, die Text-Size ein bisschen größer zieht und dann könnt ihr die Fonts ausprobieren, indem ihr hier einfach Font-Face auswählt und dann einfach mal durchguckt. Bangers könnt ihr nehmen, Creepster. Das sind alles Fonts, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel hier die Fredoka One könnt ihr nehmen. Die Pet Simulator Font wäre vielleicht auch was Schönes. Komm, nehmen wir die Fredoka One. Dann schreiben wir einfach Fredoka One. Und wenn wir auf Play drücken, ihr natürlich nicht, weil ihr habt es noch nicht fertig geschrieben, aber ich habe schon fertig geschrieben. Ich zeige euch nur, was für Änderungen das dann alles bringt. Haben wir hier die Fredoka One und die sieht auch ganz schön aus. Wenn ihr dann noch die Farbe einstellen wollt, schreibt ihr Label.TextColor3 ist gleich Color3.RGB. Dann könnt ihr hier die Farbe auswählen. Ich habe es auf schwarz. Ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Steht euch offen, ich lasse es aber auf schwarz. Label text.scale packe ich auf true, dann wird es automatisch auf die größte Größe. Ihr könnt natürlich auch selbst die Text-Size einstellen. Und Label.parent ist gleich SGUI, damit das Label auch im SGUI drin ist. Damit ist dann das Ding auch erstellt. Als letztes müsst ihr noch ein Proximity-Prompt erstellen, mit dem die Spieler am Ende auch das Türchen öffnen können. Und dazu schreibt ihr local prox ist gleich instance.new proximity-prompt. Prox.ObjectText ist gleich Türchen, Punkt, Punkt, Nummer. Oh, hier könnte auch wieder ein Leerzeichen rein. Ich vergesse das immer. Türchen, Leerzeichen, Punkt, Punkt, Nummer. Dann Prox.ActionText ist gleich Öffnen. Prox.HoldDuration ist 0,2 Sekunden. So lange muss man gedrückt halten, damit sich die Tür öffnet. Ihr könnt es auch auf 0 lassen, ist ja eigentlich egal. Prox.Enabled ist gleich False. Standardmäßig sind die Dinger nämlich nicht enabled. Wichtig, da die Tür noch nicht bereit ist für jeden Spieler. Und am Ende prox.triggered, Doppelpunkt connect, function, Spieler, open door. Die open door Funktion schreiben wir gleich als nächstes. Vorher berechnen wir noch diese Funktion zu Ende und zwar prox.parent ist gleich door part, damit das proximity prompt natürlich in die Tür reingepackt wird und return prox, weil prox wird natürlich hier in dem Loop returned und dann in den doors Table reingepackt. So, die Funktion open door, die dann getriggert wird, wenn das Prox getriggert wird. Die haben wir hier stehen. Und die Open-Door-Funktion nimmt natürlich einen Spieler rein, der vom Proximity-Prompt immer geliefert wird und natürlich das Proximity-Prompt selbst und die Nummer der Türchen. Wie wir hier auch stehen haben, Spieler, Prox, Nummer, Spieler, Prox, Nummer, so passt. Open-Door. Als erstes holen wir uns das Profil vom Spieler. Das sind halt die Daten von, wenn ihr einen anderen Datenmanager habt, wenn ihr ein anderes System habt für Spielerdaten, müsst ihr das hier so machen. Hier haben wir einfach nur die Funktion Datenmanager Doppelpunkt Get Profile Async Spieler und dann kriegen wir alle Daten von dem Spieler aus dem Datenmanager. Wenn kein Profil gefunden wurde, returnen wir End, weil dann gibt es keine Daten, dann gibt es keinen Spieler, dann ist er wahrscheinlich auch nicht mehr im Spiel, dann kann er uns egal sein. Wenn wir aber ein Profil haben, dann sagen wir if profil.data.statistiken adventskalender.ja der Nummer der Türchen, wenn die nicht true ist, also wenn sie nicht existiert oder wenn sie false ist, dann packen wir profil.data.statistiken adventskalender.ja indiziert mit der Nummer der Türchen auf true. Das bedeutet, dann haben wir das Türchen praktisch als geöffnet markiert und dann geben wir dem Spieler sein Zeug. Hier könnt ihr einfach schreiben profil.data.statistiken.cache plus gleich. Ich habe hier einfach die Türchennummer mal math.random 1020 genommen. Ihr könnt hier was ganz anderes machen. Hier könnt ihr reinschreiben, was der Spieler bekommt. Ihr könnt dem Spieler einen Pet geben. Ihr könntet hier zum Beispiel reinschreiben, if Nummer ist gleich 24, then. Also wenn der Spieler Türchen 24 öffnet, könnt ihr hier zum Beispiel OP-Pet vergeben. Ihr könnt hier alles reinschreiben, alles was euer Spiel so bietet. Wie gesagt, dieses Spiel hier bietet nicht viel, ich kann den Spieler nur Cash geben. In eurem Spiel gibt es ja bestimmt irgendwelche Sachen, die ihr hier einfach vergeben könnt. Als nächstes warten wir auf den Charakter vom Spieler. Also repeat task.rate until Spieler has appearance loaded. Falls der Charakter nicht da ist, ist halt wichtig. Und dann klonen wir uns das deactivate door script, also das local script, welches wir hier drin haben, mit deactivate door script clone. Dann packen wir den Namen auf die Nummer fürs Türchen, weil das deactivate door script weiß jetzt uns auch nicht, welche Tür gerade geöffnet wurde. Und dann packen wir das Script in den Spieler.Character rein. Warum machen wir das? Weil die Tür muss halt natürlich für den Spieler lokal auch als deaktiviert markiert werden und nicht auf dem Server. Also gucken wir mal, was macht das Deactivate Door Script? Gehen wir einfach mal rein in das Local Script hier und das holt sich als erstes den Workspace
Und dann die Nummer. Und die Nummer ist Script.Name. Deswegen haben wir als Script-Namen die Nummer festgelegt. Dann sucht er im Workspace nach dem Adventskalender, wie wir es schon kennen. Und dann suchen wir nach der richtigen Tür. Die heißt hier links. Ich bin immer so kreativ beim Coden, nicht wahr? Dann sagen wir hier Adventskalender, Doppelpunkt, Find First Schalt Number. Als nächstes holen wir uns dann die Tür. Das ist Dings, Doppelpunkt, Find First Schalt Tür. Und damit haben wir das Türchen schon gefunden. Als nächstes der Particle-Emitter, der ist ja auch in dem Local-Script drin. Der ist einfach Script-Doppelpunkt-Wait-For-Child-Particle-Emitter. Warum Wait-For-Child? Weil der Script kann ja theoretisch noch genutzt werden, wenn der Particle-Emitter noch gar nicht zum Spieler rüber replicated wurde. Deswegen Wait-For-Child ist wichtig, sonst könnte es Errors geben. Und dann packen wir Particle.Parent auf die Tür, damit die Particle aus der Tür rauskommen. Und wir haben das ja schon eingestellt. Das heißt, wir müssen da nichts mehr umstellen beim Particle-Emitter. Der schießt jetzt seine Partikel raus. Als nächstes suchen wir nach dem Proximity-Prompt. Dort Doppelpunkt Find for Child, which is a Proximity Prompt. If Prox, then Prox Destroy. Das Proximity Prompt wird einfach zerstört für immer. Gibt's nicht mehr, weil brauchen wir nicht mehr. Und dann habe ich noch eingerichtet, dass die Tür verschoben wird. Das heißt, erstmal zufällige Zahl zwischen 10 und 35. Das ist dann für den Winkel, in den die Tür rotiert wird. Dann sagen wir Door.Color, habe ich dann eine etwas dunklere Farbe genommen als die jetzige Farbe. Door.cframe ist dann plus gleich Door.cframe.lookVector mal Verschiebung mal 0,05. Das bedeutet, der wird jetzt einen Stat mal der Verschiebung mal 0,05 nach vorne verschoben. Immer nach vorne, weil es immer in die Richtung, in die es guckt. Deswegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Tür in die falsche Richtung facen habt, dass sie halt nach hier hinten guckt, dann würde sie nach hinten verschoben werden. Und ihr müsstet dann theoretisch hier ein Minus ist gleich hinschreiben. Wenn die Tür rechts eigentlich vorne hat, dann nimmt er den Right-Vektor oder oben dann den Up-Vektor und dann halt Minus plus, müsst ihr ausprobieren. Ist halt Vektorverschiebung. Und die Orientation, da habe ich mir jetzt auch nicht so viel Mühe gemacht. Ich habe einfach die Orientation geändert mit plus gleich Vektor 3.new 0, Minus Verschiebung 0,0 und dann wird das Türchen schon geöffnet. Dann warten wir eine Sekunde, damit der Particle-Emitter noch ein paar Partikel rausschießen konnte. Packen den Particle-Emitter dann auf False. Und weil der ja eine Sekunde die Partikel am Leben sind, warten wir noch eine Sekunde, damit die Partikel auch fertig gehen können und nicht einfach so verschwinden, wenn der Particle-Emitter zerstört wird. Und dann destroyen wir den Particle-Emitter und danach zerstört das Script sich einfach selbst. Wichtig ist, falls ihr nicht mit dem Particle-Emitter arbeitet, müsst ihr trotzdem wenigstens ein Task.Rate ohne Zahl eingeben, weil sonst gibt's blöde Errors in der Konsole oder Warnung in der Konsole, dass das Script gleichzeitig auf Null gesetzt wurde, während es eigentlich gerade auf was anderes gesetzt wurde. Ihr könnt halt nicht im selben Frame etwas erschaffen und gleichzeitig wieder zerstören. Das geht nicht. Deswegen immer mindestens Task.Wait, um einen Frame zu warten. Diese Verschiebung hier zeige ich euch einmal. Wir haben ja einen Math.Random, also einen Random-Wert genommen, um den sie verschoben wird, aber es ist eigentlich nur minimal. Mal, wenn wir jetzt die Tür hier öffnen, dann ist sie jetzt so weit geöffnet. Wenn wir die Tür hier öffnen, ist sie ein bisschen weniger weit geöffnet. Und wenn wir die Tür öffnen, ungefähr genauso weit. Die hier ist jetzt sehr weit geöffnet und ihr seht, das passt so ungefähr. Ihr müsst die Werte ein bisschen trainen, je nachdem wie eure Türen aussehen, in welche Richtung sie facen. Müsst ihr das halt ein bisschen ausprobieren, ne? Da habt ihr aber Zeit, das auszuprobieren. Und guck mal, die wurde fast gar nicht geöffnet. Das ist einfach nur für den Effekt. Das ist, damit man irgendwas hat, ne? Sehr simpel, aber es ist halt da. Oh, die Tür wurde weit geöffnet. Türchen 1, da kann man ja richtig reingucken. Und die Tür kann man nicht reingucken. Ist ja auch egal. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin verstanden, weil ich speede das gerade ziemlich stark durch. Aber wie gesagt, ich stehe unter Zeitdruck. Es tut mir echt leid. Ihr könnt das Video natürlich auch mehrfach angucken, wenn ihr nicht mitkommt. Weil wir haben jetzt von Handling her alles fertig, bis auf diesen einen Punkt. Bei Setup Door sagen wir ja, dass es das Proximity Prompt nicht enabled ist. Das ist nicht an, das ist wichtig, damit nicht jede Tür direkt geöffnet werden kann. Wir haben ja hier beim Open Door auch keinen Check, ob der richtige Tag überhaupt an ist. Weil wir checken erst, ob der Spieler die Tür öffnen kann. Und dann machen wir erst das Proximity Prompt auf enabled. Also scrollen wir hier noch einmal runter und wir haben hier nicht nur den Loop, in dem wir die Doors aufsetzen, sondern wir haben hier noch Player Edit. Und das ist auch wichtig. Wir haben eine Player Edit Funktion. Und wenn der Spieler zum Spiel hinzugefügt wird, wird erstmal wieder das Profil vom Spieler geholt. Dann sagen wir, wenn kein Profil da ist, dann abbrechen. Dann gucken wir erstmal, ob der Adventskalender überhaupt im Datenprofil drin ist. Falls nicht, wird er angelegt. Das ist dann auch ganz praktisch. Ihr müsst gar nicht, wenn ihr den Adventskalender im nächsten Jahr wiederverwendet, hier im Datenmanager dann Adventskalender 22 neu anlegen. Der Adventskalender legt sich selbst einfach neu an im nächsten Jahr, wenn ihr den wiederverwendet. Alles, was ihr nur tun müsst, ist hier oben dann das Jahr auf 2023 ändern und der Rest passiert automatisch. Also dann loopen wir einmal durch alle Doors durch. Number, Prox, if Profil.Data, Statistiken, Adventskalender, ja, Nummer ist gleich true. Also falls das Türchen schon als geöffnet markiert ist im Spielerprofil vom Spieler, dann wird die Open-Door-Funktion einfach getriggert, damit wir einmal
sicherstellen können, dass niemand seine Türen doppelt öffnet. Einmal kann ich euch das verbildlichen, indem ich in den Datenmanager reingehe zum Adventskalender und hier zum Beispiel sage, Türchen 12 ist zum Beispiel true. Damit ist das Türchen 12 schon als geöffnet markiert. Und wenn ich jetzt ins Spiel reingehe, wieder neu, dann seht ihr hier, Türchen 12 ist geöffnet. Und ich kann es nicht nochmal öffnen. Und wie gesagt, ich kann natürlich auch einfach den kompletten Adventskalender hier rausnehmen aus dem Datenmanager. Kann ins Spiel reingehen und das Profil legt sich schon selber an. Und ich kann trotzdem hier alles in Ruhe verwenden. Ich kann trotzdem alles machen und es gibt keine Probleme. Weil das Adventskalender-Script seine Daten im Datenmanager selbst anlegt. Das Einzige, was ihr vielleicht machen müsst, wenn ihr einen anderen Datenmanager nutzt, ist es halt für euren Code ein bisschen umschreiben. Aber wenn ihr Profile-Service verwendet, muss eigentlich nur dieser Pfad hier überall richtig sein, dort, wo ihr es halt nutzt. Player-Edit wird natürlich connected und zwar an layers.player-edit. Und dann haben wir hier nochmal einen Loop für die Spieler, die zu schnell joinen und vor allem für Roblox Studio Tests. Und wir sehen hier, ist noch ein Loop. Und zwar prüfen, welche Türchen geöffnet werden können. Und dann wird erstmal der aktuelle Tag geholt mit der Funktion getAktuelleDoor. GetAktuelleDoor gucken wir uns auch gleich an. Und dann loopen wir einmal durch. ForDay, Prox im Proximity Prompt iPairs Doors. Und hier ist es auch wichtig, dass wir iPairs machen, damit es alles in der richtigen Reihenfolge durchgeht. Do. Wenn der Tag größer ist als aktueller Tag, dann abbrechen. Ansonsten Door Ready. Wenn ihr nicht mit iPairs arbeitet, dann müsstet ihr hier zum Beispiel if Tag ist gleich oder kleiner als, dann Door Ready und ansonsten nicht. Aber so, wenn wir mit iPairs arbeiten, dann arbeitet er sich von 1 hoch bis 24 und dann können wir einfach überall Door Ready machen, bis wir dann das Türchen erreicht haben, das nicht mehr drin ist. Das ist so eine Mikro-Optimierung, die eigentlich keinen Unterschied macht. Jetzt gucken wir uns einmal die Funktion Door Ready an. Die Funktion Door Ready macht das Proximity Prompt enabled of true. Dann ist die Tür ready. Das habe ich damals geschrieben, weil ich noch vorhatte, andere Sachen mit einzubauen. Habe ich dann aber nicht gemacht. Aber hier könntet ihr theoretisch noch mehr Zeug reinmachen. Wie zum Beispiel Türen, die schon geöffnet werden können, können cool schimmern oder so. Könnt ihr alles einbauen. Ihr könnt zum Beispiel hier prox.parent.color ist gleich color3.fromRGB. Und dann nehmen wir hier, keine Ahnung, ich nehme grün, damit ihr es so richtig deutlich seht. Und dann gehen wir einfach nochmal rein ins Spiel und gehen so rein und sehen, ah, okay, das sind die Türchen, die ich schon öffnen kann. Die Tür hier kann ich noch nicht öffnen, die Tür kann ich aber öffnen, weil wir haben ja den 13.11. und wir haben ja aktuell den 11. eingestellt. Kann man so machen, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Könnt auch die Farbe anpassen, ihr könnt alles mögliche mit den Türen anpassen. Aber die Funktion, die ich mir eigentlich angucken wollte, war nicht Door Ready, sondern getAktuelleDoor. Hier gucken wir jetzt, welches Türchen eigentlich aktuell geöffnet werden kann. Und eigentlich müsste man nicht aktuelleDoor, sondern aktuellen Tag oder so nehmen. Wir arbeiten nämlich mit DateTimeNow. Und jetzt sagen wir if aktuelle Stunde und aktuelle Stunde ist kleiner als 23, end gewartet ist kleiner als 3600, then return aktueller Tag end, damit wir nicht zu oft diese ganzen Anfragen rausschicken. Deswegen, aber wir haben aktuelle Stunde erstmal auf 0 gesetzt, das ist wichtig. Das bedeutet, als allererstes, wenn die Funktion das erste Mal gecallt wird, holen wir uns die aktuelle Zeit mit datetime.now to universal time. Und dann legen wir die aktuelle Stunde fest und die ist gleich zeit.hour. Und jetzt machen wir ein bisschen if-else. Wenn das aktuelle Jahr gleich das Jahr ist, welches wir auch für den Adventskalender festgelegt haben, dann sagen wir, falls der aktuelle Monat gleich dem Monat entspricht, dann returnen wir Zeit.Tag, weil dann ist der aktuelle Tag ja auch wirklich der aktuelle Tag. Falls wir über den Monat hinweg sind, das heißt, wenn hier jetzt der 11. eingestellt ist, aber wir schon den 12. Monat haben, dann returnen wir 31, weil dann sind auf jeden Fall alle Türchen zu öffnen, dann sind wir in der Zukunft. Falls nicht, dann sind wir ja noch nicht mal im Monat angekommen und dann returnen wir 0, weil dann noch gar nicht der Monat erreicht ist. Dann sagen wir else, falls das Jahr größer ist als das Jahr, dann returnen wir 31, weil wenn wir im nächsten Jahr sind, dann können wir auch natürlich alle Türchen öffnen und else returnen wir 0. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, dann schreibt ihr es einfach ab. Wir haben einfach hiermit alle Fälle abgeklappert. Es geht bestimmt sehr viel eleganter zu coden, aber wie gesagt, ich hatte damals nicht viel Zeit und ich habe jetzt nicht viel Zeit. Wir lassen es so, wie es ist. Und hier dieses aktuelle Stunde, bla bla bla, das ist einfach dafür da, damit wir diese Anfrage nicht alle 12 Sekunden wieder neu rausschicken müssen, Daytime Now, sondern uns einfach mal ein bisschen warten können, bevor wir das nächste Mal checken. Weil wir haben hier unten nochmal einen Loop, ein paar von euch haben es bestimmt schon gemerkt, auf den nächsten Tag warten. While task.waitDo gewartet, plus gleich 1. Und dann sagen wir, neuer Tag ist gleich getAktuelleDoor. Wenn neuer Tag größer ist als aktueller Tag, dann wird der aktuelle Tag auf den neuen Tag gepackt und dann sagen wir DoorReadyDoors.
Und das ist alles, was wir machen müssen. Das heißt, jede Sekunde wird nochmal geguckt, haben wir einen neuen Tag? Wenn wir einen neuen Tag haben, wird die neue Tür auch geöffnet und der aktuelle Tag wird auf aktueller Tag gepackt. Das ist alles, was hier passiert. Aber diese Get aktuelle Door will ich ja jetzt nicht 100-mal durchlaufen lassen. Deswegen haben wir am Anfang hier das If, wenn die aktuelle Stunde schon festgelegt wurde. Und das ist ja nach dem ersten Call. Und wir noch nicht mal aktuelle Stunde 23 erreicht haben. Und wir noch keine 3600 Sekunden, also eine Stunde gewartet haben. Dann returnen wir den aktuellen Tag. Dann wird jede Stunde, nachdem der Server gestartet wurde, einmal diese Funktion ja durchgeführt. Und dann haben wir das. Testen möchte ich das nicht, weil dafür müsste ich den Server jetzt mehrere Stunden laufen lassen und über Mitternacht hinweg. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so funktionieren wird. Die einzige Sache, die man natürlich noch testen könnte, ist, ob das Ding denn cheatsicher ist. Wenn wir jetzt ins Spiel reingehen und alle möglichen Türchen öffnen hier. Türchen öffnen, alle Türen öffnen, die wir so öffnen können. Mach ich mal. Geil, Türchen öffnen. Haha, alles meine Türchen hier. Werden wir natürlich steinreich. So, die auch. Please, gib mir die. Nein, da oben, komm. Ja, okay. Die auch noch. Und die auch noch. So, und die auch noch, vielleicht solltet ihr nicht so eine Wand machen, aber ihr könnt die Sachen ja platzieren, wie ihr wollt. Dann will ich jetzt Türchen 15 öffnen. Es kann auch nicht so schwer sein und jemand, der Exploits hat, kann natürlich die Sachen, die hier im Workspace sind, drauf zugreifen, kann dann sagen, Adventskalender, Türchen 15. Gucken wir mal rein, da ist doch ein Proximity Prompt drin. Kann ich das denn nicht einfach auf Enabled packen? So, und dann call ich das und es hat funktioniert. Okay, es hat funktioniert. Und was ist mit Türchen 16? Proximity Prompt, packen wir auf Enabled. Und es funktioniert. Das bedeutet, es ist noch nicht cheatsicher. Das ist jetzt das Letzte, was wir machen. Wir machen es noch sicher vor bösen Moglern. Und ihr habt ja gerade gesehen, es ist eigentlich nur möglich, eine Türchen zu öffnen, die noch nicht erreicht ist, wenn wir cheaten und halt den Proximity Prompt manipulieren. Das können ja nur Cheater machen. Dafür gehen wir noch einmal ins Adventskalender-Skript rein. Scrollen einmal hier runter und hier haben wir ja, if day ist größer als aktueller Tag, dann break end. Und das können wir jetzt einfach mal kopieren, gehen dann wieder hoch und zwar zu Open Door. Und jetzt kommt's. Obwohl, das Profil können wir noch returnen. Wir machen das einfach mal hier. Wir sagen jetzt, if Nummer ist größer als aktueller Tag, then. Und jetzt können wir hier den Code schreiben, den wir für Cheater parat haben. Zum Beispiel könnten wir jetzt böse sein und das Türchen auf geöffnet setzen. Warum denn auch nicht? Wir könnten dann aber sagen, profil.data.cache ist gleich minus. Das Geld. Dann kriegen die Spieler halt Minusgeld, wenn sie geschummelt haben. Ihr könnt natürlich auch einfach, wenn ihr das in eurem Datenmanager eingebaut habt, den Spieler bannen. Zum Beispiel profil.data.gebannt ist gleich true. Falls ihr sowas habt, dann ist der Spieler direkt gebannt. Ihr könnt den natürlich einen Warn drücken. Ihr könnt den Spieler eigentlich auch einfach Spieler:kick nicht mogeln. Und am Ende natürlich noch ein Return End, damit das hier nicht mehr passieren kann. Oder wenn ihr wirklich wollt, dass der Spieler denkt, er hätte das Türchen geöffnet, aber in Wirklichkeit miese bekommt, dann nehmt ihr das hier weg und schreibt hier jetzt nicht else, sondern ein else if. Jetzt gehen wir nochmal ins Spiel rein. Das bedeutet, wir haben ja hier jetzt Türchen 15. Türchen 15 kann ich nicht öffnen. Gehe ich mal als Cheater wieder in den Workspace rein, dann auf Türchen 15, auf Tür, dann auf Proximity Prompt und packe es auf enabled. Jetzt kann ich es aktivieren, aktiviere es. Und es sieht auch richtig gut aus, hat sich aktiviert. Ich gucke hier und ich habe minus 300 Cash. Was soll denn das? So könnt ihr Cheater auch bestrafen, ohne sie direkt aus dem Spiel zu bannen. Einfach minus 300 Cash hast du davon, wenn du schummelst. So, als letzte Amtshandlung, wenn ihr diesen Adventskalender dann zu eurem Spiel hinzufügen wollt, ist natürlich, dass ihr einstellt Monat 12., damit es auch für den Dezember gilt. Und dann ist der Adventskalender schon fertig. Ihr müsstet ihn vielleicht noch hübscher gestalten, irgendwo schön auf die Map packen und wie gesagt, die Belohnungen ein bisschen besser anpassen. Und das wär's dann auch. Damit ist der Adventskalender dann fertig. Ich habe ihn jetzt auf den 12. eingestellt. Das bedeutet, ich kann keins der Türchen mehr öffnen, weil ich jetzt selber noch warten muss bis zum Dezember. Falls ihr euch übrigens fragt, warum die Türchen bei mir immer wieder zu sind und nicht geöffnet, weil ich meine Daten im Studio hier nicht speichere, damit ich es euch besser präsentieren kann. Der Adventskalender funktioniert selbstverständlich. Das konnten wir ja vorhin auch schon testen, als wir Sachen ins Profil reingepackt haben. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meine Tutorials mit anderen Leuten teilt, die sich für Roblox Studio interessieren. Oder Kanalmitglied werdet, dann könnt ihr das Ding hier auch einfach runterladen. Weil diese Tutorials, die lohnen sich halt wirklich nicht für mich. Und es wäre schön, wenn sie sich irgendwann mal lohnen würden. Das wäre es aber mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!